Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Herzlich willkommen zur 10-Euro-Show. Alles richtig gemacht, 19 Uhr 10-Euro-Show. Wir haben hier Termin, richtig, denn ja, alle Preise, alle Schnäppchen wurden abgesenkt auf 10 Euro. Die haben wahrscheinlich um einiges mehr gekostet. Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, ja, es kommt wieder mal ein Preisalarm, dann nur einmal pro Besteller pro Tag. Aber ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Ja, würde ich auch sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Schwer, klein, aber schwer. Hi. Sehr praktisch. Die sind cool. Das sind LED-Unterbauleuchten. Toll. Und das ist was ganz Besonderes, denn man hat ja manchmal so dunkle Ecken, die möchte man gern beleuchten, will aber jetzt nicht irgendwie Kabel verlegen, mit dem Vermieter reden oder irgendjemanden kommen lassen. Und die kann man ganz einfach nachrüsten. Die kann man flexibel überall dorthin hängen, wo man möchte. Man braucht einfach nur Batterien und eine schöne Ecke und dann kann man die ankleben und schon kann man stilvoll alles in Szene setzen. Ja, weißt du, wo ich die kleben habe? Rate mal. Wo du die gesehen hast? Nee, ich habe die selber kleben zu Hause. Wo denkst du, dass ich die kleben habe? Küche. Nö, falsch. War ich da schon in dem Raum? Ja, aber nicht in dem Kleider. Schrank. Ich nehme es dir mal vorweg. Schlafzimmer. Im Schrank. Ah, im Schrank. Ich habe sie im Schrank angebracht. Weil viele Frauen sagen ja tatsächlich, ich habe nichts zum Anziehen. Und tatsächlich, wenn man so viel im Schrank hat, dass es so dicht und dunkel ist, dass man nichts sieht, ja, dann ist werde Licht. Ich habe genau diese Lampen, auch mit dieser wunderbaren Fernbedienung, in meinem Schrank angebracht und ich kann immer alles sehen. Und da, ganz ehrlich, dann kann man viel besser kombinieren. Ja, und Frau Michalski hat viele Kleider, da gibt es viel zu sehen. Kein Wunder, dass du die Lichter hast. J'adore la mode. Ich liebe die Mode, aber das ist ja nur eine Möglichkeit. Ja? Die sind super hell, super schön. Ich habe die, weil ich ganz faul bin, einfach mit doppelseitigem Klebeband angebracht. Sie können ja aber auch hier kleine Ösen, dann können sie einfach so anbringen. Es ist von der Qualität richtig fein. Die sind richtig schön flach. Ob man sie jetzt tatsächlich da, wenn die Küche eben diese Lampen nicht hat, ne, diese Unterbaulampen, um mehr zu sehen, was in der Küche ist, wirklich günstig damit nachrüsten für 10 Euro. Das sind Wahnsinn. Tatsächlich, Anne, liege ich da richtig? Alle drei? Drei, wow. Stück plus Fernbedienung. Das ist und Wahnsinn. Diese praktische Haltung ist auch noch dabei, das ist richtig, also wow. Und auch noch richtig schön zu bedienen und man kann die auch dimmen, tippe ich mal. Warte mal, ich gehe mal auf on. Achso, ich habe ja off, die Bedienungsanleitung. Und jetzt mache ich mal low. Ja, ja, die kann, ja man, genau. kann man dimmen. Man hat mehrere Einstellmöglichkeiten, hell, gedämpft und zeitlich begrenzt. Also das ist natürlich auch toll, ne? Also cool. Hier haben sie ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Und der Christian aus Bannewitz, der schreibt dazu, kann man überall anwenden. Durch die Fernbedienung kann man die Lampen einschalten, wenn man sie braucht. Wir haben sie in einer großen Box angebracht, wo die Mülltonnen untergebracht sind. So kann man auch mal spät abends was entsorgen und muss keine Taschenlampe mitschleppen. Auch das ist auch eine schöne Idee. Ja, sehr praktisch. Und vor allem, du brauchst keine Kabel verlegen, du musst niemanden kommen lassen. Das ist so einfach und man muss den Vermieter auch nicht fragen. Ja, also ich mag die... Also die Haptik, ich mag die Optik. Ist ein tolles Design, weil die auch so schön flach sind. Ne? Und dann eben die Fernbedienung mit dabei. Selbst die Fernbedienung hat eine Halterung. Das ist nämlich ganz praktisch. In meinem Schrank hängt die Fernbedienung auch noch. Da musst du nicht erst die Fernbedienung suchen, denn sie hängt ja an der Halterung an der Wand. Und es ist von Lunatec, ist eine Markenqualität. Also das ist absolut, wie man in Englisch so schön sagt, ein No-Brainer. Just go ahead and buy it. Weil für 10 Euro ist es ein Must-Have. Hast du recht. NC 3867 und die 569 ist die Bestellnummer. Und wir machen, das ist schwer, wir machen weiter mit einem schweren Paket. Wollen Sie mal mitraten? Was tippst du? Schwer Werkzeug. Bedeutet immer Werkzeug, oder? Ja, ne, ich auch. Wir sagen beide Werkzeug. Let's see. Oh. Lockpicking-Set. Das ist doch richtig, Werkzeug. Mit 17-teiliger Dietrich-Tasche und Übungsschloss. Das ist jetzt auch sowas, weil da gibt es ja sogar Wettbewerbe, ne? Das ist so Fingerfertigkeit. Und jetzt haben wir die Zeit, um es mal ein bisschen in Geduld und Fingerfertigkeit zu üben, ne? Also hier sehen Sie es gut eingeblendet. Das ist wirklich gar nicht so leicht, kann ich bestätigen. Weil ich habe jemanden, der hat auch so ein Set und ich bin fasziniert davon. Ne? In den Filmen sieht es immer so leicht auf, wenn irgendwie Polizisten irgendwo rein müssen oder Agenten irgendwie. Ne? Ja, das Aber das muss man richtig üben und es ist gar nicht so leicht. Aber hiermit kann man das endlich mal üben und das ist dann vielleicht auch Ihr nächstes Hobby.
weil es ist ja schon ein Trend und es ist auch richtig was, ja, wo man dann, wenn man es dann geschafft hat, das ist so ein Genuss, so eine Freude, also da braucht man schon ein bisschen Zeit und die haben wir ja jetzt an den Händen, ne? Hier hat man ein Übungsschloss dabei, da sehen Sie natürlich auch, wie das funktioniert. Das ist nämlich transparent, damit man dann auch die Funktionsweise von so einem Schloss versteht. Das heißt auch, es hat einen pädagogischen Wert, es ist sehr wertvoll, auch für Kinder, um das dann mal zu lernen, wie sowas funktioniert. Also nicht einfach nur Schlüssel rein und man kann damit aufschließen, sondern wie funktioniert das. Man kann es aber auch tatsächlich als richtiges Schloss verwenden, auch das geht. Also ein hochwertiges Schloss und hier haben Sie alles dabei, Schloss, Schlüssel und dann das ganze Werkzeug, Dietrich. Und ja, so machen das ja die Profis, also wenn du einen Schlüsseldienst kommen lässt, die machen das ja auch so. Ah, das fand ich jetzt richtig cool, wie du es gesagt hast. Also durchsichtig, transparent und dadurch einen pädagogischen Wert. Weil so ein Schloss ist sehr, sehr interessant, wenn man das mal von innen sieht. Und normalerweise kann man ja nicht in ein Schloss reingucken, aber hier kann man eben reingucken. Also sehr, sehr spannend. Das fand ich jetzt richtig clever auch, dass du es so sagst. Man hat also dieses Übungsschloss, man kann richtig sehen, wie so ein Schloss funktioniert. Auch wenn ihnen da mal was abbricht, da gibt es auch zwei Extraktoren, um diese abgebrochenen Schlüssel wieder zu entfernen. Ne? Weil wenn sie einmal sagen, oh, ich habe es ein bisschen falsch und ein bisschen festgemacht, dann können wir das auch wieder entfernen. Also wirklich jetzt was für die Zeit, die wir zu Hause haben, ein sehr praktisches Gadget oder auch vielleicht Ihr neuer Hobby. Für 10 Euro schlagen Sie da mal zu. Ich habe auch einen Kundenbeitrag von Rainer K. aus Ochsenhausen. Gut als Einsteigerset für Lockpicking-Anfänger geeignet. Die Bestellnummer brauchen Sie noch, das ist die NX 5824 und die 569. Ein 17-teiliges Lockpicking-Set inklusive Dietrich-Tasche und Übungsschloss und eben transparent, weil es ist schon sehr spannend, wie so ein Schloss funktioniert. Also das ist irgendwie sehr, wenn man überlegt, wie die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Ne? Das ist schon sehr, sehr clever. Also da bitte mehrmals auch zugreifen, weil das ist vielleicht auch mal eine schöne Geschenkidee für Menschen, die alles haben und auch so ein bisschen so spezieller sind. Kann man ja auch mal so eine Challenge machen. Wer knackt als Erster das Schloss? Wer knackt hier schneller was? Und was knackst du, das Produkt? Oh, ganz leicht und ganz klein. Warum ist der Karton so groß? Ein Kabel. Oh, aber ein nicht irgendein Kabel. Lade- und Datenkabel. Mit, oh, das ist cool. Mit beidseitigen Steckern. Mit dem Auge gefangen. Aber nicht alles gut. Erwischt. Oh Gott. Das ist die perfekte Verbindung von Ihrem Smartphone zum Tablet-PC. Und zwar, das ist von beiden Seiten hier zu verwenden. Ich packe das mal aus diesem wunderhübschen Tütchen. Und zwar, da haben wir hier einmal USB und Micro-USB. Das heißt, hier haben Sie kein lästiges Drehen mehr. Das Kabel verfügt an beiden Enden über beidseitig verwendbare Stecker, die in jeder Ausrichtung in die USB-Buchse passen. So sparen Sie sich ab sofort das lästige Hin- und Herdrehen des Steckers. Und es ist sehr robust. Man sieht hier diese Textilummantelung. Das heißt, die gehen auch nicht so schnell kaputt. Okay. Das heißt, es geht um das Dreier-Set. Ich überlege gerade, entweder hat hier jemand einen Fehler gemacht und zu viel in die Box gelegt, weil ich habe hier 1, 2 und 3. Jetzt bist du auch baff. Ne? Ja. Also es gibt ein Dreier-Set dieser Kabel, die Anne eben gerade schon erwähnt hat. Also Wahnsinn. Und dann sind die auch noch ummantelt mit diesem Textil. Das heißt, super reißfest dadurch, super robust. Aber wir haben ein Dreier-Set dieser Dual-Sided USB-Daten- und Ladekabel von Micro-USB, von Micro auf USB. Also ja, dann gibt es auch kein Gefriemel. Ne? Das ist auch das Gute, wenn man es beidseitig reinstecken kann. Das ist sehr praktisch fürs Gerät, eben auch langlebiger und fürs Kabel selber. Sie haben hier, das ist jetzt aber der Burner, da hast du jetzt aber auch geguckt wie ein Auto, das hätten Sie mal sehen sollen. Also hier ein Dreier-Set dieser wunderbar hochwertigen Ladekabel, also von A-Stecker auf Micro-USB, 1 Meter lang, richtig? Wow. Korrekt. Und der Igor, der hat bereits zugegriffen. Er schreibt, das Dreier-Set-USB-Kabel ist super. Meine Geräte laden dadurch viel schneller und ist von der Verarbeitung sehr robust. Kann ich mit 300% nur empfehlen. Preis-Leistung ist spitze für das Dreier-Set-USB-Kabel. Also das ist ja der Wahnsinn. Also ganz, ganz toll hier mit diesem Baumwollgewebe. Also ganz flexibel und natürlich sehr, sehr langlebig. Die Bestellnummer ist die HZ2882 und die 56. Nicht für ein Ladekabel, sondern für 3 Stück. Und du weißt, was Ladekabel normalerweise kosten? Ja, der Hammer.
also das ist, ich bin immer noch genauso baff, wie du mich gerade angeguckt hast. Ja. Aber ich habe dich nicht abgeschossen. Alles okay? Nee, alles gut. Okay. Nee, eben gerade kam der Handballer in mir raus und irgendwie habe ich so rübergepfeffert. Dachte mir, oh mein Gott, nein. Aber das macht mich natürlich doppelt baff. Ich habe gesehen, wie baff du gerade warst. Und jetzt sind wir direkt wieder baff. Preisalarm. Also jetzt hat sich wieder ein Produkt in die Sendung verirrt, was hier eigentlich gar nicht reingehört. Deswegen dürfen wir auch... schwer. Ist ein sehr schweres Produkt scheinbar. Hier dürfen Sie nur einmal bestellen, weil es eben eigentlich viel, viel mehr kostet. Und das ist wieder in Sachen Hygiene, Kochen, Lebensmittelküche sehr, sehr sinnvoll und sehr hochwertig, kann ich dazu sagen. Ich habe dafür ein bisschen mehr ausgegeben als 19 Euro. Naja, eigentlich ärgere ich mich nicht, weil die sind seit 2 Jahren jeden Tag in Benutzung bei mir. Ja. Das sind unsere hochwertigen Glas-Frischhaltedosen aus Borosilikatglas und das jetzt nicht für eine Box, sondern für 4 Stück. Huhu. Wow, also da ist wirklich auch für jedermann was dabei. Das heißt, wenn man mal so Kleinigkeiten übrig hat vom Essen und man wirft es nicht gerne weg, so wie ich zum Beispiel, ich glaube, Anne, du auch, dann hat man eine kleine Dose. Wenn man mal ein ganzes Essen oder sogar für 2 Personen Essen für unterwegs mitnehmen möchte, dann hat man die Möglichkeiten auch. Also wir haben hier 4 Dosen und man kann die aufbewahren in der Tiefkühltruhe oder auch hier in den Ofen stecken, weil es eben Borosilikatglas ist. Das ist natürlich krass. Also 4 dieser Dosen Borosilikatglas mit dem wunderbaren Clipdeckel und diesem Ring, dass es richtig schön luftdicht ist. Man kann also überbacken, aufwärmen, servieren, servieren auch, weil die eben auch schick sind, frisch halten, einfrieren. Und die Hitzebeständigkeit oder jeweils auch die Kältebeständigkeit ist so hoch, das ist wirklich krass. Also einmal haben wir 370 Milliliter, einmal 650, einmal 1000 Milliliter und einmal 1500 Milliliter. Also das ist ein richtiges Volumen, unten dann schon vielleicht 2 Essen, ne? So to go. Lasagne. Oder eine Lasagne darin machen. Tiramisu. Oh, so ein Riesentiramisu. Ja. Aber das ist eben schön, ne? Weil normalerweise, wenn man etwas aufbewahrt und es wieder auf den Tisch stellen möchte, weil man vielleicht irgendwas übrig gehabt hat, dann füllt man es ja wieder in eine Schale. Aber hier, das sind so hochwertig schöne Glasschalen, dass man da jetzt nichts umfüllen muss. Die kann man sogar so in den Backofen stellen. Die sind unfassbar teuer normalerweise. Wir schauen uns das mal an. Auf pearl.de kosten sie knapp 20 Euro. Das heißt, wir sparen jetzt nochmal die Hälfte. Du, ich finde aber 20 Euro schon sehr günstig. Ja, wow. Für das Viererset. Wow. Wow, ja, Borosilikatglas, also einfrieren, direkt auch darin kochen, also backen, überbacken, Lasagne in den Ofen, kein Problem, extremst gut, aber hier war auch noch BPA-frei, das ist noch ein Punkt, den hat man noch nicht erwähnt, glaube ich, wirklich ganz fein, also ein Viererset für 10 Euro schlagen Sie dazu, müssen aber schnell sein, weil zu dem Preis, weil normalerweise 20 Euro, gehen die schnell weg. Die Bestellnummer brauchen Sie noch, das ist die NX91 63 und die 569 braucht jeder Haushalt. Ganz ehrlich, hier dürfen Sie aber nur einmal zugreifen, denn das ist unser Preisalarm und der ist sehr gefragt. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, was haben wir denn hier? Wir machen weiter und bleiben auch im Haushalt. Und wenn wir dann gekocht haben und versehentlich geschwabbert haben, macht gar nichts, denn hier kommt unser Atomi-Clean, unser Zweikammer-Wischeimer. Das ist ein kompaktes Bodenwischsystem und es mein absolutes Highlight. Man hat nämlich einen Eimer mit 2 verschiedenen Kammern. Und dadurch kommt man mit dem Schmutzwasser, wenn man wischen möchte, nicht mehr in Berührung. Weil normalerweise hat man den ollen Lappen, den man ausbringen muss mit Fraueskraft, nicht Manneskraft, sondern in dem Fall macht es ja die Frau. Und durch diese 2 Kammern haben sie einen praktischen Abstreifer. Das heißt, eine Seite, da kommt das Wasser rein und die andere Seite können sie es ganz praktisch abstreifen und machen ihre Hände dann nicht mehr nass. Das ist super. Das ist richtig praktisch. Aber ich finde auch, weißt du, was ich noch ganz, ganz cool finde? Ich habe es nicht richtig befestigt. Ach, schauen Sie mal, da sieht man es ja perfekt. Das ist natürlich die Alternative, die wir nicht wollen, ne? Mit dem Fingern im Dreckwasser und dann, oh, das mögen wir alle nicht. Und du weißt, wie es ist, bis man die Handschuhe hat. Und das ist eh so unhygienisch und auch nicht richtig sauber wird es, ne? Hier, das können wir uns ja richtig sparen, sind diese Pads eigentlich mit dabei, Anne? Ja. Die extra Pads sind auch noch mitgeliefert. Ja, 2 auswechselbare Mikrofaser-Wischaufsitze. Die können Sie sogar waschen bei bis zu 40 Grad. Und das Schöne ist, der Eimer, der verfügt auch noch über so eine Öffnung. Da kann man dann das Wasser auslassen. Ja, das ist auch noch perfekt. Also man kommt gar nicht, überhaupt nicht, und zwar 0,0% mit dem Wasser in Berührung.
weil dieser Eimer so genial konzipiert ist. Diese Öffnung zeigen wir auch gleich nochmal. Hier Diana, der macht es natürlich auch Spaß, wenn man das so schnell eben mal hier das Parkett wischen kann oder auch wenn man mal ein Malheur hatte, einfach mal schnell hier unseren Atomi rausholen und dann wirklich ganz schnell sauber macht. Diese drei Wischpads, die man einfach per Klett aufsetzt, die sind auch noch, also inklusive drei Wischpads. Wenn du die kaufen würdest im Geschäft, wärst du ja eigentlich schon über 10 Euro. Mindestens. Dann den Wischer selber, ja, also den sozusagen den Mop, der kein Mop mehr ist, sondern der jetzt eben neu konzipiert wurde, der würde ja auch nochmal 10 Euro kosten und der Eimer ja mindestens auch 10, weil der richtig, richtig schön ist. Schöne Qualität. Hier haben wir jetzt dieses Löchlein, also diesen Pfropfen, damit man dann auch hier diese Flüssigkeit rauslassen kann, wenn man dann sagt, so, oh, das Wasser ist jetzt ein bisschen oll, das kommt hier raus, dann wieder einfach diesen schönen Gummipfropfen aufsetzen, dann hat man hier wieder alles dicht, aber auch so diese Kammern möchte ich Ihnen auch nochmal zeigen. Damit können Sie das dann auch ausbringen. Also das ist wirklich saugut, Entschuldigung, wenn ich so sage, konzipiert. Wir schauen mal auf Pearl.de zusammen. Schauen Sie mal da, 20 Euro knapp. Also das macht richtig Sinn, jetzt hier zuzuschlagen. Ja, jetzt nochmal halbiert. Ich meine, wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 50 Euro. Greifen Sie zu, die Bestellnummer ist die NX1513 und die 569 für unser Zweikammer-Bodenwischsystem, unser Atomi Clean, damit auch Sie nie wieder mit dem Schmutzwasser in Berührung kommen. Und ich komme jetzt mit folgendem in Berührung, nämlich mit unserem nächsten 10-Euro-Highlight. Oh, eine Powerbank. Oh. Möchtest du auch eine haben? Na klar. Alle ab. Sehr gut, sehr gut. Da kommt die Handballerin von hier durch. Revolt mit Ladestatusanzeige. Richtig schön kompakt. Also richtig, guck mal, da passt meine Hand. Also ich kann das komplett verstecken mit meiner Hand. Ups, da ist sie. Richtig schön kompakt, richtig schöne Haptik auch, richtig schön anzufassen. Ladestand sieht man auch immer, einen Knopf zum Bedienen. Hier hat man eine Lade... USB-C sogar, USB-C, das heißt ganz neue Geräte. Erzähl uns mehr. Ja, normalerweise hast du ja die Powerbanks, da hast du ja ganz normale Micro-USB-Anschlüsse. Und hier haben sie sogar USB-C, die ganz, ganz neuen, also die neuen Samsung-Geräte, Apple-Geräte, MacBook meine ich. Und das ist was Besonderes, weil das ist die Revolution hier von Revolt und dann auch noch mit einer Leistung von wie viel Ampere? 10.000 Milliampere-Stunden. Das ist ja der Hammer. Also Wahnsinn, greifen Sie jetzt zu. Gucken Sie mal, wie klein die auch ist. Ne? Verschwindet komplett in der Handfläche, kann man in der Handtasche haben, im Auto. Sollte jeder haben, oder? Ja, absolut. Ganz ehrlich, wir wissen ja mittlerweile, praktisch alle haben ein Smartphone oder ein Tablet. Ob jetzt alt, jung, meine Mama hat auch eins. Ich kenne eigentlich keine ältere Person, die kein Smartphone hat. Egal, auf jeden Fall brauchen wir immer Strom unterwegs, ne? Weil diese Geräte gehen schnell leer und dann ist sowas, so leistungsstark, aber so klein, perfekt. Also es passt auch in die Jeans-Hosentasche hinten oder in die Hemdtasche, aber halt auch locker in eine Damenhandtasche. Also wir haben hier 2-in-1, 2-in-1 Powerbank mit Quick Charge 3.0 und USB-Typ C. Also das ist ja halt die Neuheit daran, deswegen bist du auch so ausgerastet gerade. Aber hier die Leistung 10.000 Milliampere-Stunden, das heißt bis zu 50 extra Stunden am Smartphone. Also ich hoffe, Sie machen Gutes und Smartes am Smartphone, weil dann können Sie es immer wieder schnell laden. Aber man muss ja erreichbar sein, das ist ja das Wichtige. Und hiermit stellt man natürlich sicher, dass man immer erreichbar ist. Also das ist ein richtig cleveres Gerät. Das passt auch einen Ladestrom an. Und eben für Typ C, das ist natürlich toll. Und Power Delivery, Schnellladefunktion. Und die Bestellnummer brauchen Sie auch noch zu dieser Mini-USB-Powerbank. Das ist die ZX2889 und die 569. Für 10 Euro wirklich ein super Preis. Was meinst du, Anne? Das meine ich auch. Und das für 10 Euro eine Powerbank. Sie wissen ja selbst, dass solche Powerbanks heutzutage unfassbar teuer sind. Ich meine, wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 40 Euro. Und ich meine, das ist jetzt keine Powerbank, die man eben normalerweise so zu Hause hat. Das sind die mit den ganz neuen Anschlüssen USB-C. Und die sind normalerweise auch unfassbar teuer. Ja, deswegen bin ich auch so begeistert wie du. Das ist wirklich der Hammer. Also so kompakt, aber dann so leistungsstark und auch noch USB-C und Quicklade. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Mensch, let's go. Das ist aber richtig schwer jetzt hier, ne? Oh, ein Buch. Oh, ein Buch. Ein Möchtest du was lesen? Ja, gerne. Darf ich sie werfen? Sehr gut. Aber ein ganz besonderes Buch, ein Buch für Ihre Schätze. Sieht erstmal aus wie ein ganz normales Buch, aber
Wenn ich das hier aufschlage, sehen Sie, es ist ein Safe mit Schlüssel. Und da können Sie jetzt... Hast du was drin? Geld? Nein, leider nein. Ich hab Geld drin. Du hast Geld? Ich hab Geld drin. Sollen wir die Bücher tauschen? Nee. Schon. Kismet, das wurde schon entschieden. Huts. Aber da kann man auch Schmuck aufbewahren, Wertgegenstände, Wertpapiere, Geldgeschenke oder Münzsammlungen, besondere Erbstücke, Ringe oder eben das, was nicht jeder sehen soll. Liebesbriefe, was auch immer Sie möchten. Ja, Schmuck könnte ich da reinmachen. Ja. Tatsächlich, ja. Und dann würde das tatsächlich, auch wenn es auffällt, ne, im Regal oder vielleicht haben Sie ja so eine kleine Bibliothek, das dann mit reinstellen, den Schlüssel natürlich gut verstauen. Hier ist es auch eingeordnet in die Bibliothek und man sieht den Unterschied nicht. Man sieht es ihm nicht an, egal welches Buch Sie da ziehen würden. Es hat ja auch diese täuschend echten Seiten, wenn man da so durchblättern möchte. Die Seiten sind ja auch echt. Ne? Das ist ja nur so reingestanzt und dann dieser echte Tresor, Gesundheit. Von X-Case sogar, also eine Markenqualität, du liest ja sehr süß, da reingearbeitet, ist das nicht schön? Also wirklich süß, aber steht alles mit drauf, also tatsächlich Inhalt des Buches, auch der Code hinten zum Scan, die Marke, die es hergestellt hat angeblich und vorne auch noch der Schriftzug, der Titel und die Seiten sind fantastisch, echt auch, ne? Und Yves aus Berlin, der schreibt dazu, mein 6-jähriges Kind hat sich dieses Modell ausgesucht und hält die Idee, seine Schätze in einem Buch zu verstecken, für sehr geschickt. Die Qualität ist ausreichend für diese Zwecke. Und der Stefan aus Stuttgart schreibt, das ist eine super Idee. Es ist im Regal nicht von einem herkömmlichen Buch zu unterscheiden. Super unauffällige Idee. Die Bestellnummer brauchen Sie noch. Das ist auch eine gute Idee. NC 3497 und die 569. Machen Sie es wie Yves, Miriam, Björn, Steffen. Alle haben schon zugegriffen. Greifen Sie jetzt auch zu. Ja, ich würde da auch zugreifen, weil es ist eine sehr clevere Idee, seine Wertsachen da zu verstauen. Weil heutzutage kommen die Gauner ja auch immer cleverere Ideen und dann wird mal eingebrochen. So ein Safe, meine Mutter hat den Safe ganz einfach im Schrank aufbewahrt. Natürlich haben sie den gefunden und haben den ganzen Safe, der war mobil, haben sie mitgenommen. Das war dann schön verpackt auch noch für den Dieb. Da kommen die mit Sicherheit nicht drauf. Und ich höre gerade, unsere Ladekabel sind schon sehr nachgefragt. Günther hat unter anderem zugegriffen, ja, alles richtig gemacht. Ich war auch so erstaunt von dem Preis und der Qualität. Drei Stück, der Wahnsinn, oder? Du bist schon wieder, du hast schon wieder das nächste Produkt. Möchtest du auch mein Lämpchen? Ja, sicherlich. Ich möchte auch, dass mein Lämpchen aufgeht. Oh. Das sind bestimmt unsere Solarlampen, oder? Ja, hier oben ist wieder Solartechnologie integriert. Ich guck mal auf meinen kleinen Zettel. Bestimmt im Deckel so ein Ein- und Ausschalter. Ja, ein Ein- und Ausschalter ist im Deckel. Und sobald es dunkel wird, fangen die an zu leuchten. Oh. Schauen Sie mal. Die sehen aber schön aus, oder? Richtig schön. Und das ist so ein richtiger schöner Edelstahlkorpus. Mhm. Also richtig schöne Qualität. Und man kann den natürlich dort, ist da auch eine Aufstellmöglichkeit mit dabei und das Licht ist natürlich auch fein, weil man hat keine Folgekosten, man muss sich um nichts kümmern. Einmal dahin dekorieren oder gerne auch umdekorieren, auf jeden Fall geht die immer an, wenn es dämmert. Und das ist doch das, was so schön an der Geschichte ist. Ne? Also ich bin auch ein Riesenfan von Solarpaneelen integriert in Lampen, weil ich liebe Stimmungsleuchten. Und wenn die dann auch irgendwie nicht viel Sorgen bereiten, das heißt keine Kabel zum Verdecken, keine Batterien zum Nachkaufen, dann bin ich noch ein größerer Fan. Und die sehen auch so richtig hochwertig aus, weil sie sind, dieser Edelstahlkorpus, den hört man richtig schön. Sieht toll aus, also so einen Weg kann man sich richtig schön schmücken und bei dem Preis, ich gucke gerade, das ist richtig, richtig, richtig schön. Also das ist auch was ganz Besonderes. Können Sie überall dorthin platzieren, wo Sie es möchten. Sie bekommen sogar einen Erdspieß mit nach Hause geliefert. Man kann es irgendwo aufstellen, man kann es in die Erde von zum Beispiel einem Blumenbeet stecken. Schauen Sie, hier im oberen Bereich haben Sie die Solarzelle. Da wird es tagsüber geladen. Und sobald es dunkel wird, kommt der Dämmerungssensor zum Einsatz. Dann schaltet diese Lampe sich automatisch an. Und später, sobald es hell wird, automatisch auch wieder aus. Und Sie haben keine Folgekosten. Ihr Garten sieht immer schön aus und sieht vor allem auch immer bewohnt aus. Das heißt, auch Einbrecher würden jetzt nicht auf die Idee kommen, selbst wenn sie nicht da sind, da in ihrem Grundstück da zu wüten. Sieht ganz, ganz toll aus. Auch dann für, wenn man dann mal abends aus dem Fenster schaut, dann ist vielleicht so der Gartenteich schön dekoriert oder die Blumenkästen. Das ist was Besonderes. Ja, es ist sehr, sehr edel, sieht sehr modern, sehr schlicht und auch sehr unaufdringlich. Also genau sowas so sehr eben hochwertig, ne? So sehr diskret und charmant.
und aber eben, ja, also das nennt sich auch Leuchtturm gerne. Sie haben die Möglichkeit, hier das auf den Boden zu stellen. Da sind auch, glaube ich, so Schrauben, Vorrichtungen für Schrauben oder eben per Erdspieß das in den Rasen zu stecken. Also die sind wirklich extremst schön. Ist auch eine tolle, tolle Größe. Ich höre gerade, unser Preisalarm ist schon stark nachgefragt. Seien Sie da bitte schnell. Liebe Grüße auch an Yvonne, die hat zugegriffen. Alles richtig gemacht. Sie brauchen aber auch die Bestellnummer zu dieser wunderbaren Edelstahl-Solarwegleuchte, die mit Leuchtturm tatsächlich heißt, mit dem Dämmerungssensor. Auch IP44. Die Bestellnummer ist die PE6653 und die 569. Und dann kommt diese wunderbare Name namens Leuchtturm zu Ihnen nach Hause. Und die geht schon weiter. Oh, die sind auch richtig cool. Oh, die finde ich so cool. Ich cool, liebe, ne? Retro. Ich bin da totaler Fan von Retro Vintage. Myself. Und das ist eine wunderschöne Küchenwaage, so richtig oldschool, nämlich analog, wie man die früher eben hatte. Mhm. Ne, so eine Schale, so eine Waageschale. Und da hat man jetzt hier eben die Möglichkeit, bis zu 2 Kilogramm zu wiegen. Aber was man früher nicht hatte bei den analogen Küchenwaagen, eine Tara-Funktion. Das hat man hier aber schon. Was also für eine Zuwiegfunktion, so eine Tara-Funktion. Ah, das ist richtig clever. Das ist cool. Das ist richtig cool. Das heißt, ja, also olden but golden looking. Also die sieht so aus, als wäre so eine alte Analogwaage, die man so, ne, vor 100 Jahren nutzte. Aber hier kann man auch so dieses, wenn man, ne, erst 100 Gramm und dann möchte man nochmal 150 Gramm, das kann man einstellen und dann weiß man genau so, also man muss nicht immer umfüllen und nochmal zu, man kann immer wieder addieren und die Waage merkt sich das. Aber der Look ist wirklich fein. Und schauen Sie mal auf, wie es hier mit dem roten Zeiger bis 200 Kilo. Ich bin richtig begeistert. Schauen Sie mal da. Da weiß ich jetzt, dass ich hier 2 Kilo Masse drücke gerade. Ups, da bin ich angekommen. Also richtig schön. Auch hier dieses das Schälchen ist auch mit inkludiert im Lieferumfang. Zack, voilà, mit dabei. Was auch schön ist, dass diese Standfüßchen richtig schön sind. Und der Look ist halt traumhaft. Wenn Sie auch so ein Retro-Fan sind, dann müssen Sie hier zuschlagen. Also Wagen braucht man ja sowieso immer, ne? Ob jetzt in der Küche oder vielleicht auch mal zum Basteln. Da muss man auch manchmal Sachen abwiegen. Das ist auch ein richtig schönes Geschenk, ne? Und schauen Sie mal hier, bis 2 Kilo, zack. Und dieser große Zeiger, der ist richtig schön. Also ich finde es ein tolles Design auch. Schöne, das kompakte stimmt. Maße. Kennen Sie die Zeitschrift Küche und Haushalt? Da wurde unsere Küchenwaage nämlich vorgestellt, hat die Note sehr gut erhalten und Preis-Leistung hervorragend. Mit dem Fazit, diese analoge Küchenwaage von Rosenstein und Söhne ist mit ihrem Retro-Design ein Schmuckstück für jede Küche. Da sie keine Batterien benötigt, ist sie immer einsatzbereit und verursacht keinerlei Betriebskosten. Und nicht nur Küche und Haushalt hat diese Waage getestet, sondern auch Mariana aus Hamburg. Sie schreibt dazu, tolles Retro Produkt. Sie ist für alle Koch- und Backsessions bis 2 Kilo Zutatenzugabe mehr als ausreichend. Die Tara-Einstellung ist auch top. So kann man direkt in die Schüssel mehrere Zutaten reinpacken, ohne erst die Schüssel zu leeren. Wem die Schüssel zu klein ist, der kann auch jede andere Schale nehmen, die auf das Kreuz passt oder einfach in die vorhandene stellen. Genau. Gute Idee. Vielen Dank, liebe Marianne. Ja, also ich bin auch begeistert. Muss ich sagen. Ja, hier bei den Frischhaltedosen, da muss man auch schnell sein, die sind sehr stark nachgefragt, ne? Liebe Grüße an die Ingrid, Sie haben auch schon zugegriffen. Ja, und den Buchtresor auch gleich mit ergattert. Alles richtig gemacht, viel Spaß damit. Und auch hier diese Waage, ich bin ein Riesenfan von so Retro-Looks, denn wir sind modern genug, wir sind so Hightech, wir sind so schnell. Das ist mal was nur langsam backen, genießen, aber trotzdem diese Tara-Funktion, damit man immer addieren kann und nicht immer neues Schüsselchen neu wiegen. Das ist trotzdem ausschließlich Vorteile und eben ganz süß mit diesem Retro-Look. Also ja, schnell sein bestellen, weil unsere Schnäppchen, die gehen immer recht schnell weg. Ich höre schon, viele, viele Bestellungen gehen ein. Wenn Sie mal etwas warten müssen, warten Sie, die Bestellungen werden alle angenommen, auch wenn die Leitungen heiß laufen. Sie kommen dran, 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß, es hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.